Hallo, heute geht es um Röhren mit Vakuumfehlern. Ich wurde darauf angesprochen, da dieses Thema in meinen letzten beiden Videos angeschnitten worden ist. Als erstes Beispiel ein extremes Beispiel, nämlich eine EL84, die mit einem größeren Vakuumfehler betrieben wurde. Vakuumfehler heißt, dass in der Hochvakuumröhre kein exaktes Hochvakuum mehr existiert, sondern dass bereits Gas eingedrungen ist. Sei es durch Beschädigung des Glaskolbens, zum Beispiel, dass die Röhre zu stark angeeckt ist, beziehungsweise beim Einstecken oder Rausziehen in den Sockel leicht schief gehalten worden ist, insofern das Glas leicht gebrochen ist und somit Gas eindringt oder dass Kontakte korrodiert sind und somit durch die Korrosionsstellen das Gas langsam eingeströmt ist. Das kommt vor allem bei Röhren vor, die sehr alt sind und noch die älteren Draht-Drahtdurchführungen hatte. Bei den neueren Röhren, die im Altglassockel meistens nur dann, wenn die Röhre wieder schief eingesteckt worden ist oder halt etwas unsanft rausgezogen oder reingesteckt wurde. Das Getter sollte eigentlich das verhindern. Das Getter selbst kann aber nur eine bestimmte Menge von Gas aufnehmen. Wenn das Getter erschöpft ist, ist die Röhre mehr oder weniger dann tatütata defekt, da halt das Gas nicht mehr gebunden werden kann. Und dann kommt es zu solchen Effekten, weil das Gas ionisiert in der Röhre durch den elektrischen Strom, der fließt. Und ionisiertes Gas hat die negative Eigenschaft, es hat einen elektrischen Widerstand von fast gegen Null. Und somit fließt ein Strom fast gegen unendlich. Und das führt dazu, dass die elektrischen Entladungen sehr kräftig sind, wie man hier sieht. Kräftig genug, um die Kathodenbeschichtung regelrecht wegzusprengen. Diese EL84 habe ich getestet, schon vor einigen Jahren, und sie hatte optisch kein defektes Getter und auch keine Anzeichen, dass der Glaskolben irgendwo angedetscht war, sondern erst beim Anlegen der Anodenspannung hat es geblitzdingst und das Ganze ist innerhalb von einer Sekunde halt durchgelaufen und die Sicherung vom Neuberger ist rausgesprungen, weil natürlich jetzt der Anodenstrom zu hoch war. Gut, dann habe ich die Röhre, wie gesagt, dann rausgezogen und man hat schon gehört, dass es intern geknackst hat und dann habe ich halt den Glaskolben aufgemacht und das hier gesehen. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Später werde ich noch zwei andere EL84 vorstellen, eine mit einem intakten Vakuum und einem schlechten Vakuum, um nochmal den Vakuumtest in der Praxis vorzuführen. Und ich werde zwei Gleichrichterröhren vorstellen, ebenfalls mit Vakuumfehler, die, bei denen man das Vakuum nicht elektrisch testen kann, weil dafür hat die Diode fehlt ein wichtiges Element, nämlich das Steuergitter. Aber kommen wir mal zuerst zur Möglichkeit, einen Vakuumfehler zu detektieren, nämlich durch das Steuergitter. Die meisten Röhrenprüfgeräte wie das Funke W19 und der Neuberger haben dafür eine eigene Schaltstellung bzw. Taste, um diesen Test durchzuführen. Der Test selbst ist eigentlich ganz einfach. Ich betreibe die Röhre im normalen, als normales Testobjekt gemäß dem Datenblatt bzw. der Messkarte. Es fließt über die Kathode ein Strom zur Anode. Und das Steuergitter, welches ja elektrisch negativer ist als die Kathode, wirkt als Bremse und reguliert meinen Anodenstrom, so weit, so gut. Wenn aber jetzt das Problem herrscht, dass die Röhre einen Vakuumfehler hat, also sich Gas innerhalb der Röhre befindet, ionisiert dieses Gas.
In einer perfekten Welt gäbe es kein Gas in der Röhre, da die Röhre ja eine Hochvakuumröhre ist und sie hat ein perfektes Vakuum. In diesem Fall fließt absolut kein Strom durch das Gitter, weil ja die Elektronen, die von der Kathode emittiert werden, vom Gitter abgelenkt werden und gebremst werden und um das Gitter herum zur Anode fließen. Das Gitter selbst emittiert auch keine Elektronen, insofern gibt es keine Möglichkeit für das Gitter, dass dann Strom fließt. Da wir aber nicht in einer perfekten Welt leben, existiert natürlich kein perfektes Hochvakuum und in jeder Röhre ist ein kleines Volumen an Restgas. Und es fließt immer ein gleicher Gitterstrom. Aufgrund der Tatsache, dass das Restgas natürlich auch ionisiert wird. Und ein ionisiertes Gas lässt sich vom Steuergitter nicht wirklich abhalten. Und somit fließt über das Gitter einen leichten Strom. Bei den normalen Verstärkerröhren ist dieser Effekt zu vernachlässigen, weil der Vakuumfehler sehr klein ist. Das schaukelt sich erst hoch, wenn halt, wie gesagt, das Vakuum schlechter wird. Dann wird der Strom, der über das Gitter abfließt, größer. Und jetzt habe ich das Problem, dass dadurch natürlich am Gitter ein Spannungsabfall stattfindet, der dafür sorgt, dass der Anodenstrom natürlich kleiner wird, weil das Gitter jetzt natürlich negativer wird und somit den Elektronenstrom weiter bremst. Wie kann ich das jetzt im Messgerät nachstellen? Ganz einfach, ich prüfe die Röhre nach Messkarte und schließe jetzt in das Gitter einen Widerstand ein. Bei den meisten Messgeräten ist es so um die 500 Kiloohm. Und dieser Widerstand hat in dem Moment, wo das Vakuum in Ordnung ist, keinen wirklichen Effekt. Der Spannungsabfall im Widerstand ist so gering, dass der Effekt auf den Anodenstrom vernachlässigbar ist. Und in dem Moment, wo ich aber einen großen Widerstand, wie zum Beispiel 500 Kiloohm anschleife, wird jetzt der Spannungsabfall sehr viel größer. Und jetzt habe ich einen Effekt auf den Anodenstrom, nämlich einen stark sichtbaren Effekt auf den Anodenstrom. Und somit kann ich sagen, dass das Vakuum nicht mehr korrekt ist, weil jetzt ein Gitterstrom fließt. Es gibt keine wirkliche Regel, wie viel fließen soll oder fließen darf. Man sagt, dass wenn sich beim Drücken der Vakuumtesttaste der Anodenstrom leicht ändert, ist es okay. Also geringfügig. Das Messgerät soll ein bisschen wackeln, aber nicht groß. Wobei nicht weit oder nicht groß ist jetzt hier Auslegungssache. Und erst wenn sich der Strom sichtbar über mehrere Milliampere ändert, dann kann man davon ausgehen, dass das Vakuum schlecht ist. Bei der RV 335 in meinem vorletzten Video hat sich der Anodenstrom über 20 Milliampere geändert beim Drücken der Vakuumtesttaste und das hat signalisiert, dass das Vakuum schon sehr schlecht war. Auch hatte man gesehen, dass die Gitterspannung im Neuberger nicht stabil geblieben ist und auch eingebrochen ist. Das war ebenfalls ein Indikator dafür, dass Gitterstrom geflossen ist. Und das demonstriere ich jetzt gleich am Neuberger nochmal in live mit zwei echten Röhren. Zusätzlich haben wir jetzt natürlich auch noch einige Bilder von der besagten RGN 1503. Die 1503 ist eine normale Zwei-Weg-Gleichrichterröhre. Sie ist ausgelegt für 2,5 Volt Heizspannung bei einem Heizstrom von 1,5 Ampere. Und sie kann 300 Volt bei 75 Milliampere liefern. Sie ist einer der Vorgänger der 1064. Der Grund, warum sie nur 2,5 Volt Heizspannung hat, ist ganz einfach. Bei Gleichrichterröhren liegt die gleichgerichtete Spannung, also das positive Spannungspotenzial auf der Kathode. Und somit ist natürlich dort die Heizspannung mit rein moduliert, also die 2,5 Volt bzw. die 4 Volt
bei der RGN 1064. Und diese Heizspannung muss natürlich vom Glättungskondensator wieder weggeknabbert werden. Darum versucht man bei den Gleichrichterröhren die Heizspannungen möglichst klein zu halten, um halt am Glättungskondensator etwas zu sparen, was spätestens bei höheren Strömen natürlich sehr problematisch wird, weil je größer der Strom ist, der entnommen werden soll, muss natürlich der Kondensator entsprechend angepasst werden. Und zur damaligen Zeit waren Elektrolytkondensatoren sehr teuer und auch sehr groß. Deshalb hat man halt versucht, für Gleichrichterröhren möglichst geringe Werte zu wählen bei der Heizspannung. Das ist auch geblieben in der späteren Zeit, wie die ersten Quecksilberdampf-Gleichrichterröhren kamen. Und auch die Thyratrons, die wurden meistens bei 2,5 Volt Heizspannung geheizt, um diesen Effekt auch nicht zu unterstützen, dass halt der Elko in der Siebstufe entsprechend das rausknabbern muss. Aber das ist nur so nebenbei. Die RGN 1503 sieht aus wie immer. Also wie fast alle RGN-Gleichrichterröhren. Es gibt ein großes Getter. Hinweis 2,5 Volt Heizspannung. Man sieht die Seitenansicht vom Pumpstutzen und den Quetschfuß. Hier ist die Öffnung für den Pumpstutzen. Das ist die Röhre von der Seite. Hier der Pumpstutzen. Tatütata. Die Halterung des Quetschfußes. Also die stabilisiert das System. Die beiden Anodenbleche und der Heizer. Der Heizer ist wie immer über eine Feder gespannt, um zu verhindern, dass dieser die Anode berührt. Die Glasperle stabilisiert die beiden Systeme, also fungiert als Distanzbolzen. Das ist die Röhre von der Seite. Auch gut zu erkennen ist, wie gesagt, nochmal die Spinne, die federnd die Heizung hält, also die Kathode. Die Fäden sind als V organisiert und wie gesagt hier aufgehängt. Hier ist der Quetschfuß von der Seite. Auch hier nochmal der Pumpstutzen. Das ist die Aufhängung der Heizer von unten. Das ist die Röhre von der anderen Seite. Hier ist nochmal die Aufhängung der Kathode zu sehen. Die Glasperle als Distanz- und stabilisierendes Element. Und nochmal die Aufhängung des Heizers unten am Sockel. Und der Pumpstutzen. Und jetzt das, auf das alle gewartet haben, nämlich den Betrieb der Röhre. Meine RGN 1503 hat, wie gesagt, einen Vakuumfehler. Das sieht man hier. Das helle Leuchten im System, das weist auf einen Vakuumfehler hin. Die linke Seite ist nur geheizt. Ohne Hilfslicht sieht das Ganze etwas spektakulärer aus. Man sieht das blaue Entladungsleuchten auf der linken Seite und dies weist sehr stark darauf hin, dass die Röhre einen Vakuumfehler hat. Die rechte Seite ist nur geheizt und die linke ist in Betrieb. Dasselbe habe ich auch mit einer RGN 1064. Dort ist der Vakuumfehler sehr viel schwerer. Also das Vakuum ist noch schlechter
Und man sieht schon, dass bei 50 Volt ein sehr helles Entladungsleuchten auf beiden Systemen. Normalerweise sollte gar kein Entladungsleuchten zu sehen sein, wie hier. Oder nur ein ganz, ganz schwaches Entladungsleuchten. Das wäre noch normal. Aber so ein Feuerwerk ist, wie gesagt, Vakuumfehler. Die Röhre ist unbrauchbar. Das ist jetzt ohne Spannung. Und das hier ist in Betrieb. Und wie gesagt, das Vakuum ist hier in Ordnung. Dasselbe zeige ich gleich noch am Neuberger direkt und wie gesagt mit 2 EL84. So, 19.10. Es ist 18:14 Uhr. Und wie angedroht, jetzt kommt die Darstellung des Vakuumtests auf der RGN 1503 und 2er EL84. Machen wir erstmal die Schnellvariante der RGN. Die RGN ist wie immer. Die Heizspannung ist auf 1 und 3. Die Anoden sind 2 und 4. Am Neuberger ist alles auf 0. Heizspannung muss 2,5 Volt. Das geht hier in den 2,5 Volt Bereich. Bin im 4-Volt-Bereich in der Skala. Das ist der zweite von oben. Ich regle mal grob auf 2,5 Volt, da die Spannung ja gleich einbricht, wenn ich die Heizung einschalte. Ampermeter. Anodenspannung lasse ich mal noch auf 0. Gehe ins auch rein. Regel jetzt die Heizspannung nach auf 2,5 Volt. Da die Röhre 1,5 Ampere zieht, bin ich jetzt knapp drunten. Das heißt, ich muss einen Bereich höher schalten. Regel den Heizer auf Linksanschlag für den geringsten Wert und gehe eine Stufe höher in den 4-Volt-Bereich. Ich bin jetzt nochmal im 4-Volt-Bereich fürs Messgerät und stelle jetzt hier die 2,5 Volt korrekt ein. Passt. Man sieht das Glimmen der Röhre. Sofern der Fokus mitspielt. So, die Röhre wird bei 300 Volt getestet. Moment, bevor ich die teste, muss ich natürlich noch eine kleine Änderung am Neuberger machen. Ich teste natürlich im Modus G wie Gleichrichter und ich brauche 2,5 Kiloohm Lastwiderstand. Ich habe jetzt natürlich erst
Kurzschlussprüfung machen. Gilt kein Kurzschluss. Und jetzt lege ich 50 Volt an. 100 Volt. 150. 200. 250. 300. Die Röhre soll am Rechtsanschlag im 300-Volt-Bereich 45 mA liefern. Sie liefert jetzt aber schon 57 mA. 'M zweiten System sind es noch 42, nee, 46. Kommt hoch, aber man sieht schon, selbst bei der Normalbeleuchtung, dass die Röhre leuchtet. Auf der linken Seite, jetzt auf, Entschuldigung, auf der linken Seite, jetzt auf der rechten Seite. Das ist in der Kamera jetzt ein bisschen schwierig zu sehen im Video. Ich schalte jetzt mal die Hilfsbeleuchtung aus. Jetzt spielt der Fokus nicht mit, aber man sieht das Ionisationsleuchten auf der rechten Seite. Und jetzt das starke Leuchten auf der linken Seite. Rechte Seite. Ach, schade, jetzt kriege ich den Fokus nicht gescheit. Das ist der Grund, warum ich lieber Standbilder mache. Wie gesagt, jetzt bin ich auf der rechten Seite, jetzt auf der linken Seite. Man sieht eindeutig die Gasentladung und diese Röhre hat einen Vakuumfehler. Versuch's mal nochmal mit etwas weniger Kampfbeleuchtung. Links, rechts, links, rechts. Und die Röhre soll liefern 45 mA und sie hat 65 mA. Und somit eindeutig ein Vakuumfehler. Jetzt mal ein Vakuumfehler bei einer normalen Verstärkerröhre, nämlich wie ja schon versprochen die EL84. Alles auf Null. So, jetzt muss ich natürlich den Neuberger ein bisschen umstecken. Zum einen natürlich, ich bin jetzt nicht mehr im Messbereich für Gleichrichterröhren, sondern VW-Verstärkerröhren ohne Schutzwiderstand. Um den Effekt etwas besser zu demonstrieren, schalte ich jetzt das analoge Ampermeter auf den 60 mA Bereich. Die Heizung ist natürlich jetzt auf den Stiften 4 und 5. Gemäß Datenblatt ist das Steuergitter auf Pin Nummer 2
Und es ist negativ. Die Kathode ist Pin Nummer 3. Das dritte Gitter ist röhrenintern auf Kathodenpotenzial. Die Anode ist Stift Nummer 7. Und das zweite Steuergitter ist Pin Nummer 9. Und das zweite Gitter ist positiv. Damit wäre jetzt die EL80 geschaltet. Braucht natürlich auch die passende Röhre. Das ist jetzt eine EL84 mit einem intakten Vakuum. So hoffe ich jedenfalls. So. Die Röhre hat 6,3 Volt. Das heißt, ich gehe jetzt hier in den 6,3 Volt Bereich und schalte schon mal grob auf 6,2. Gitterspannung brauche ich minus 7,5 Volt. Das heißt, ich gehe jetzt hier in den 10 Volt Bereich und stelle launisch 7,5 im Steuergitter. Ich versuche jetzt den Wert exakt zu treffen. Das geht gut. Im zweiten Gitter brauche ich 350 Volt. Das gehe ich hier in den 250 Volt Bereich. Das ist die 500 Volt Skala. Also das ist die zweite von oben. So, dasselbe auch mit der Anode. 250 Volt Bereich. Die muss ich wahrscheinlich nachregeln, weil es werden 45 Milliampere Strom fließen. Bin ich in der 500 Volt Skala. Das ist die zweite von oben. Habe jetzt die 500 Volt einigermaßen gut eingestellt. Gut, dann auf los geht's los. So muss zuerst natürlich die Heizspannung etwas nachregulieren. Auf 6,3 Volt. Steuergitter ist 7,5. G2 ist 250 und Anode ist 250. Machen wir den Kurzschlusstest. So, die Röhre ist in Betrieb. Tun wir mal die Spannungen richtig einstellen. G2 ist leicht eingebrochen.
Anode ist stark eingebrochen. So 250 Volt. E2 hat 250 Volt. Steuergitter, Entschuldigung, Heizung 6,3. Röhre soll liefern 48 mA bei dieser Einstellung. Diese liefert 51 mA. Und jetzt kommt das, auf was ich eigentlich hinaus wollte, nämlich die beiden Testmöglichkeiten. Zum einen die Kathodenprüfung. Die Kathodenprüfung entfernt den Heizer, Entschuldigung, die Kathode. Und sollte die Röhre jetzt Durchgang haben zum Steuer... Ich wiederhole den Satz, die letzten zwei Sätze. Sollte die Röhre jetzt Durchgang haben vom Heizer zur Kathode, also röhrenintern einen Kurzschluss haben, fließt jetzt Strom, der nicht fließen darf. Der Kathodentest muss den Anodenstrom auf 0 Volt, auf 0 Ampere setzen, weil natürlich die Kathode jetzt getrennt ist. Und jetzt kommt der Vakuumtest. Jetzt wird in das Steuergitter ein kleiner Vorwiderstand von ungefähr 500 Kiloohm eingeschliffen. Und wie man sieht, der Anodenstrom ändert sich nur geringfügig. Ich drücke nochmal. Im Analoginstrument sieht das jetzt so aus. Ich bin im 60 mA Bereich. Ab 50 mA Das ist interessant. Ich müsste eigentlich jetzt... Ja, der hat wahrscheinlich... Ja. Man sieht, der Ausschlag ist, wie gesagt, minimalst. Wobei einer von beiden jetzt lügt, weil ich habe 46 mA im analogen und 49 mA im digitalen Instrument. Es kann sein, dass der eingeschliffene Widerstand vom digitalen Multimeter jetzt natürlich das Amperemeter im Neuberger ein bisschen ärgert. Können wir mal relativ einfach testen, indem ich das Digitale mal entferne und Original-Kurzschlussstecker wieder einsetze. So, dann tun wir die Röhre nochmal anheizen. Ich habe jetzt die Spannungen überall gleich gelassen. Da sich die Röhre nicht geändert hat, sollten jetzt die Spannungen auch identisch geblieben sein. 250 Volt G2 und 250 Volt auf der Anode. Parallaxenfehler hin oder her. Und das Analoginstrument zeigt ein bisschen mehr, nämlich ja, klettert hoch auf
knapp 48 mA. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, die Vakuumtaste drücke, sieht man, ich habe nur einen geringfügigen Ausschlag. Der Wert steigt noch ein bisschen, weil sich die Röhre noch heizt. Also die Röhre wird jetzt sehr heiß. Aber man sieht, das Vakuum ist in Ordnung. Und jetzt wiederholen wir das Ganze mit einer Röhre mit einem schlechten Vakuum. Super heiß. So, die Röhre ist so heiß, dass ich sie nicht anfassen kann. Insofern mache ich jetzt eine kurze Pause. Zum Beweis ist jetzt 18 Uhr 35. In 5 Minuten machen wir weiter. So, 18.41 Uhr. Die EL84 ist soweit abgekühlt, dass ich zurück anfassen kann und ersetzen durch eine andere, die aber nicht mehr so ganz taufrisch ist und ein schlechtes Vakuum hat. Die Einstellungen bleiben alle gleich. Ich schalte jetzt mal direkt zum Betrieb. Die Einstellung der Spannungen sind gleich geblieben, natürlich auch die Heizspannung. Die sollte jetzt nur minimal sich geändert haben. Etwas nachkorrigieren. Weil die Röhre hat natürlich einen anderen Widerstand an der Heizung, da diese schon längere Zeit in Betrieb war. Ich habe jetzt wieder die ungefähren 6,3 Volt. Anodenspannung ist ein bisschen noch eingebrochen. Ich korrigiere sie nochmal auf 250. Selber auch beim G2. So. Und jetzt fließen ungefähr 33,5 mA und ich drücke jetzt den Vakuumtest. Und man sieht, der Ausschlag ist nicht nur 1-2 mA, sondern gut auf 45 mA von 33,5, also fast 10 mA, ändert sich der Anodenstrom nur durch das Anschleifen eines Gitters. Das ist, wie gesagt, das Steuergitter auf 7,5 Volt. Und wenn ich jetzt Vakuumtest starte, bricht auch hier die Spannung leicht ein. Nochmal der Anodenstrom.
von 34 auf knapp 58. Und der Kathodentest ist okay, also es gibt keinen Kurzschluss, aber das bringt nichts, weil die Röhre, wie gesagt, schon ein ziemlich maues Vakuum hat. Bei vielen EL84 sieht man auch ein Entladungsleuchten, wenn man durch das System schaut. Das schaffe ich jetzt aber auch. Dafür ist leider jetzt der Fokus nicht schlau genug. Ah doch, jetzt sieht man es. Hier sieht man das Entladungsleuchten in der Röhre. Das ist der bläuliche Schimmer. Ich filme jetzt ein bisschen vorbei am Heizer. Fokus schafft es nicht ganz, aber man kann es erahnen, dass dort das blaue Entladungsleuchten ist. Schade, dass der Fokus jetzt nicht hin mitspielt. Gut, aber das ist jetzt die Demonstration eines Vakuumfehlers in einer, in Klammern, richtigen Röhre. Und damit verabschiede ich mich. Danke für die Aufmerksamkeit und bis in der nächsten Woche.